Hallöchen liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Angespielt. Ein neues Steam-Spiel, 8-Bit-Boy. Also ein älteres, ein grafisch älteres Spiel. Schauen wir uns mal an. 3 Spiele-Slots. Fangen wir mit einem 9 an. Choose your difficulty, also Schwierigkeit, normal oder ultra. Autosaves nach jedem Level. Und wir haben mehr Zeit zum Erkunden. Find the hidden special coins to save your progress. Okay, es gibt also nur bestimmte, sowas ähnliches wie Farbbänder in Resident Evil, ne? So spezielle Items zum Speichern. Und die Zeit ist sehr begrenzt. Wir nehmen natürlich normal. Selbstverständlich. Press Q or start to skip. Wir haben kein Pad. Das heißt, wir haben nur eine Tastatur. Ja, ist klar. So seht ihr aus. Ja, den Text könnt ihr gerne anhalten und dann lesen, wenn ihr wollt. Gut, ich steuere noch nicht. Na, der läuft alleine. Tutorial, laufen wir zum Tutorial. Press A to jump. You can adjust the jump by pressing jump longer or shorter time. Okay, ja. Juhu, sieht aus wie ein blauer Mario. Oh, jetzt ist erst das Ding aufgegangen. Oh, ein Schild. Ne, ja, oben links haben wir Zeit. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. 99 Sekunden, ja, oder 99 Time-Einheiten. Resettet sich hier immer. Jump up from beneath a tile marked with a... pick up the sherry to gain... oder the thing to gain shooting ability. Aber wie kann ich schießen? Ah ja, mit Space. Wie soll es auch anders sein? Kennen wir ja auch aus Mario, ne? Das ist jetzt nicht Space, weil ich glaube, ich kenne keinen Mario für PC. Press B or Space to shot. Oh lol. Oh lol. Wie lol ist das denn? Oh, wie lol. Oh, der hat einen. Sorry. Nice. Weiter geht's. Tür offen. Und hier werden wir jedes Mal, wenn wir durchgehen, speichern. Bei Ultra müssen wir halt erstmal einen speziellen Coin finden. Hold down Space or X to run und jump longer. Hold down Space? Ah ja, okay. Na, ohne würden wir halt so laufen und mit Space. Njung. 1-1. Tutorial abgeschlossen, Leute. Los geht's. World 1. 5 Welten gibt es. Sieht verdächtig aus hier. Okay. Sieht das hier verdächtig aus? Auch nicht. Steht das hier drauf? Oh, giftig. Na, hier gibt es doch schon diese... Das war so klar. Diese Coins gibt es sicherlich hier irgendwo an... versteckten Orten, wo sonst... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und tschüss. Ich will eher da hoch. Wir fangen komplett von vorne an. Oh, wir haben nicht mal meine Fähigkeit, lol. Kann ich hier raufjumpen? Okay. Oh, ich krieg Coins da oben. Ich wollte eigentlich da raufjumpen, weil ich glaube eher. Tschack, tschack. Ich komme da gar nicht hoch, wa? Boah, die Jumps sind ja klobig. Ah, yeah, yeah, oh, ein Käfer. Jumpen kann ich auch. Oh. Oh, und Aggro. Batsch! Schon wieder Münze. Oh, nice. Nehme ich mit. Ich hätte aber viel lieber ein Power-Up. Jetzt gibt es ja keinen Fall.
Boah, Alter, der klebt sich nicht mal richtig ran, ne? Ich kann hier quasi an der Liane so rumdancen. Möglich. Okay. Achso, Space gibt's hier nicht. Ah, jetzt kann ich wieder schießen, nice. Der jumpt hoch, oder? Hätte ich gedacht. Das ist sowas von offensichtlich. Ohne Witz. Oh, ich treffe das gar nicht mehr, wenn es außerhalb der Dings ist. Das ist ja doof. Ah, verdammt. Oh, wir haben 59 Sekunden, oder 59 Ticks, Zeiteinheiten, wie auch immer ihr es nennen wollt. Level 1 cleared. Ah, übliche Zeit, übrige Zeit. 0 von 50, was? Coins? Ich habe doch welche mitgenommen. Oder nicht? 87 habe ich. Strange, strange. Ne, kann man alle kaputt, ne, kann man doch nicht. Ah, verdammt, da ist mein Schild abge... Erstmal ein Schild abgegradet. Kann ich auch kaputt machen. Ja, ja. Oh, nice. Hier geht's runter, sehe ich anders. Ah, ist das so? Wow. Oh, nein! Oh, oh, nein! Scheiße! Hm. Verdammt! Hätte nicht sein müssen. Das Ding geht da voll steil, wenn es mich sieht. Ups. Cheaten wir uns einfach mal ins Levelende, wa? Ein Käfer! Tja, wie kommen wir wieder runter, ohne zu sterben? Ich springe einfach mal irgendwo hin. Guck mal, unten ist was. Ach, danke. Ach so, Reload jetzt in dem Sinne von wegen... Wir machen wieder da weiter, bevor ich das erste Mal in dem, im Wasser gestorben bin. Ach, so geht's auch, wa? Warum nicht? Ey, kannst echt tausend Wege suchen. 99 auch, guck mal. Ah, guck mal, alle 100 Dinger kriege ich ein Power-Up. Oh, lol. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Können da Fische raus? Komme ich da schon raus? Ja. Tue ich. Level 1 cleared. Jetzt Punkte, 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 Punkte. Aber irgendwas mit den Münzen verstehe ich noch nicht so richtig. That's strange. Das ist sehr strange. Huch. Eine fette Wall einfach direkt vor mir. Oh, ich hätte da gäbe es... Ah ja. Oh. Pink. Oh.
Ab geht die Luzi hier. Bam, bam, bam. Das sieht strange aus hier unten. Sehr strange. Und eine rote Münze. Vielleicht muss ich die auch mal suchen. Kann sein, ich habe ja nicht alles kaputt gemacht. Ich wollte ja nicht alles mitnehmen. Das war jetzt nicht, okay, wie komme ich da wieder hoch? Ah ja. Hm. Oh, das ist ein Secret. Was war das denn gerade eben? Oh, was hat mich gepusht? Hm, und für alle 100 Punkte gibt es halt einen neuen Skill, ne? Naja. Ja, ja, ihr Schummler. Was machst du? Game Saved World Warped. Achso, lol. Bonus Game. Bonus Level 1.6. You got 27 Seconds. Ich habe 27 Sekunden Münzen zu sammeln. Geiles Movement. Juhu. You failed, weil ich nicht alle Münzen gesammelt habe. Eine, ja, toll. Ja, leider, leider, leider. Schniff. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, das war's gewesen, angespielt zu 8-Bit-Boy. Kleines Adventure-Game, Jump'n'Run. Mario-mäßig, Mario-like. Ja, gibt's auf Steam. Vielen Dank fürs Zusehen. Oh. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, angespielt. Ciao, ciao.